Präsident der WHO-Versammlung, Herr Generaldirektor der WHO, verehrte Delegierte. Zunächst einmal möchte ich unterstreichen, dass es sehr wichtig ist, dass die Versammlung der WHO jetzt stattfindet, zu einer Zeit, wo wir alle gegen das Coronavirus kämpfen. Das ist der schlimmste Gesundheitsnotstand seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die Welt wurde davon überrascht. Covid-19 hat sich ausgebreitet über 210 Länder und Regionen und 7 Millionen Menschen weltweit betroffen und 230.000 Tote inzwischen gefordert. Wir trauern um jeden Einzelnen und unser Beileid gilt den trauernden Angehörigen. Die Geschichte der menschlichen Zivilisation ist auch eine Geschichte des Kampfes gegen Krankheiten und Katastrophen. Das Virus kennt keine Grenzen, keine Rasse. Und das zeigt sich auch an der Verwüstung, die Covid-19 angerichtet hat. Überall in der Welt haben wir uns mobilisiert, um das Virus zu bekämpfen. Wir alle ziehen an einem Strang und haben erstaunliche Synergieeffekte im Kampf gegen Covid-19 freigesetzt. In China haben wir sehr viele Anstrengungen unternommen. Wir hatten sehr viele Opfer zu beklagen, aber die Wende ist uns gelungen und jetzt sind wir in der Lage, das Leben unserer Menschen zu schützen. Wir waren immer offen, transparent und verantwortungsbewusst und haben der WHO die Informationen geliefert, wie auch allen anderen relevanten Ländern. Und das Zeitgericht, wir haben die Genomsequenz frühestmöglich veröffentlicht und wir haben unsere Erfahrung mit der Welt ohne Vorbehalte geteilt. Wir haben alles getan, um bedürftige Länder zu unterstützen. Herr Präsident, während wir uns treffen, schlägt das Virus noch weiterhin zu und wir müssen noch mehr tun, um es zu bekämpfen. Dazu hätten wir folgende Vorschläge. Erste, wir müssen alles tun, um das Virus zu bekämpfen und eine Behandlungsmöglichkeit zu finden. Wir müssen die Menschen immer an die erste Stelle setzen. Wir müssen medizinische Ausrüstung, Geräte dorthin liefern, wo sie am dringendsten benötigt werden. Wir müssen präventiv tätig sein, aber auch bei der Nachverfolgung. Und wir müssen so schnell wie möglich handeln, um die globale Verbreitung des Virus zu unterbinden. Wir müssen stärker Informationen miteinander teilen, Erfahrungen austauschen und international zusammenarbeiten bei Behandlungsmethoden, klinischen Methoden und der Suche nach Impfstoffen. Wir müssen auch die globale Forschung unterstützen, die Erforschung der Quelle und der Verbreitungswege des Virus. Zweitens, die WHO sollte hier eine führende Rolle spielen. Unter der Federführung von Dr. Pedros hat die WHO große Fortschritte gemacht, um das weltweite Vorgehen gegen Covid-19 anzuführen. Die Völkergemeinschaft applaudiert der WHO. Und wenn wir jetzt die WHO unterstützen, bedeutet das, dass wir internationale Zusammenarbeit unterstützen und den Kampf, um Menschenleben zu retten. China fordert die internationale Gemeinschaft auf, die politische Unterstützung und auch die finanzielle für die WHO aufzustocken, um die Ressourcen weltweit zu mobilisieren, damit das Virus besiegt werden kann. Drittens,
Wir müssen mehr Unterstützung für Afrika bieten. Die Entwicklungsländer und insbesondere die Länder Afrikas haben ein geschwächtes Gesundheitswesen. Und unsere oberste Priorität muss es sein, deren Kapazitäten zu stärken. Die WHO muss afrikanischen Ländern mehr Unterstützung, mehr Geräte und Ausrüstung liefern. China hat schon sehr viel medizinische Geräte und Ausrüstung an über 60 afrikanische Länder geliefert. 5 chinesische Ärzte-Teams sind auf den afrikanischen Kontinent entsandt worden. In den letzten 7 Jahrzehnten wurden mehr als 200 Millionen Menschen in Afrika behandelt, dank der Unterstützung und Lieferungen Chinas. Im Augenblick gibt es 46 medizinische Teams, die in Afrika sind und vor Ort helfen, das Virus einzudämmen. Viertens, wir müssen die globale Governance im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens stärken. Der Mensch wird letztlich das Coronavirus besiegen. Ja, das ist vielleicht nicht auch das letzte Mal, dass wir eine große gesundheitliche Katastrophe erleben, aber angesichts der Defizienzen, die klar geworden sind durch Covid-19, müssen wir mehr tun. Wir müssen auch schneller auf gesundheitliche Notstände und Katastrophen reagieren. Wir brauchen auch Notstandszentren, die eine Vorratshaltung vornehmen, was Ausrüstung zur Bekämpfung von Pandemien anbelangt. Nachdem wir die Pandemie besiegt haben, sind wir bereit, mit allen zusammenzuarbeiten und die entsprechenden Lehren daraus zu ziehen. Das Ganze muss fußen auf einem professionellen Ansatz unter Vorderführung der WHO und das Ganze unparteiisch und neutral und transparent. Fünftens müssen wir die wirtschaftliche und soziale Entwicklung wiederherstellen. Wir müssen natürlich weiterhin das Virus bekämpfen, aber wir müssen auch sehen, inwieweit Geschäfte und auch Schulen geöffnet werden können, natürlich im Lichte der Empfehlungen der Profis. Die internationale makroökonomische Politik muss zu einer Koordinierung führen und die globalen Lieferketten müssen intakt bleiben, wenn wir wieder Wirtschaftswachstum weltweit herstellen wollen. Sechstens müssen wir die internationale Zusammenarbeit stärken. Solidarität und Kooperation, das sind unsere mächtigsten Waffen im Kampf gegen das Virus. Das hat die Welt schon gelernt beim Kampf gegen HIV, Ebola, asiatische Grippe und andere größer Epidemien. Kooperation, das ist der sichere Weg, über den wir die Völker der Welt dieses neue Coronavirus besiegen können.